Ich möchte ein kleines Zitat von Eckhart Tolle vorlesen, das aus seinem Buch Jetzt die Kraft der Gegenwart stammt. Was ich sehr schön finde, es ist nur ein kleiner Auszug, aber ich finde ein sehr vielsagender Auszug. Also, ich lese mal vor. Buddha lehrte, dass selbst dein Glücklichsein Dukkha ist. Ein Wort aus dem Pali, das Leiden oder Unzulänglichkeit bedeutet. Es ist von seinem Gegensatz untrennbar. Das bedeutet, dein Glücklichsein und dein Unglücklichsein sind in Wahrheit eins. Nur die Illusion von Zeit trennt sie. Diese Haltung ist nicht negativ. Sie erkennt einfach die Natur der Dinge an, sodass du nicht den Rest deines Lebens einer Illusion hinterherrennst. Sie sagt auch nicht, du sollst angenehmen und schönen Dingen oder Bedingungen nicht mehr, du sollst schöne Dinge oder Bedingungen nicht mehr schätzen. Aber wenn du von ihnen etwas erwartest, das sie dir nicht geben können, eine Identität, ein Gefühl von Beständigkeit und Erfüllung, dann hast du dein Rezept für Frustration und Leiden. Die gesamte Werbeindustrie und die Konsumgesellschaft würden zusammenbrechen, wenn die Menschen erleuchtet wären und ihre Identität nicht länger in Dingen suchen würden. Je mehr du auf diese Art das Glück suchst, desto mehr entzieht es sich dir. Nichts da draußen wird dich je befriedigen, es sei denn oberflächlich und für kurze Zeit. Aber es kann sein, dass du vieler Illusionen beraubt werden musst, bevor dir diese Wahrheit einleuchtet. Dinge und Umstände können dir Vergnügen verschaffen, aber sie bringen dir immer auch Leid. Dinge und Umstände können dir Vergnügen verschaffen, aber sie bringen dir keine Freude. Nichts kann dir Freude bringen. Freude ist ohne Ursache und steigt aus dem Inneren als die Freude des Seins auf. Sie ist ein essentieller Anteil des inneren Zustandes von Frieden. Dieses Befinden wird der Friede Gottes genannt. Es ist eine natürliche Beschaffenheit, nicht irgendetwas, auf das du hinarbeiten oder das du dir erkämpfen musst. Also, ein sehr schöner Absatz von Eckhart Tolle. Und ich hatte in einem Video schon mal darüber geredet, dass Freud und Leid einfach die verschiedenen Seiten ein und derselben Medaille sind. Denn an der Welt der Oberfläche, wie ich sie nenne, kommen Dinge und gehen. Das ist wie Tag und Nacht, wie Ebbe und Flut, wie Sterben, der Tod und die Geburt. Also, an der Welt der Oberfläche ist Freud und Leid dasselbe, es trennt sie nur die Zeit. Und wenn wir das erkennen, dann suchen wir nicht mehr unser Glück, unser elementarstes Glück in der Welt der Oberfläche, sondern dann können wir mit diesen oberflächlichen Dingen, wie ich schon so oft gesagt habe, eben spielen und nehmen sie nicht mehr so schwer. Wir können diese Dinge noch annehmen, wir können es genießen, mit diesen Dingen zu spielen. Wir erkennen aber auch, dass irgendwann eine Zeit, nach der Zeit des Kommens, gibt es eine Zeit des Gehens. Man verliert Dinge wieder, man verliert sein Geld, man verliert Beziehungen, man verliert Familienmitglieder, man verliert Besitz. Es ist alles eine Welt der Oberfläche, eine Welt der Form. Formen kommen, Formen gehen. Das ist völlig natürlich. Aber dieses Tiefere, die Freude, die kein Gegenteil kennt, der Friede, die Freude und die Liebe, die kein Gegenteil kennen, sitzen tief, tief darunter. Es ist wie ein stiller Ozean, der dauernd in deinem Tiefen schlummert, egal was oben passiert. Egal, ob da Dinge umgeworfen werden oder wieder sich aufrichten. Du hast immer eine Verbundenheit zu einer tiefen Freude, zu einer tiefen Liebe und zu einem tiefen Frieden. Und wenn man diesen Zugang entdeckt, dann kann man mit diesen oberflächlichen Dingen interagieren, ohne seine Identität daraus zu ziehen. Das heißt, man ist nicht mehr tief unglücklich, es schmeißt einen nicht mehr aus dem Leben heraus, weil man denkt, es ist alles, was es gibt. Es gibt viele Leute, die leben so unbewusst, die denken, da oben, an der Oberfläche, das ist alles, was es gibt und es gibt sonst nichts. Und ich finde, dieser Absatz zeigt sehr schön auf,
dass es eben etwas anderes gibt und dass man erkennen kann, dass Freud und Leid eigentlich ein und dasselbe sind. Und wenn man das erkennt, nimmt es die ganze Schwere weg. Bis zum nächsten Video. Ciao.